Bernhard Richard macht es dem Stradivari nicht unbedingt nach, doch der Großmeister aus Italien wäre mit Geigen, Bratschen und Violinen von Bernhard Richard wahrscheinlich recht zufrieden gewesen. Im kleinen Dorf Herrnburg in Nordwestmecklenburg entstehen historische Instrumente, die von hier aus in die weite Welt hinausreisen. Der Ein-Mann-Betrieb von Bernhard Richard versorgt Künstler, die alte Musik unbedingt authentisch spielen wollen. Für den geborenen Schweizer heißt es, die Geheimnisse von Stradivari und Co. in eigener Werkstatt umzusetzen. Eine beachtliche Herausforderung. Es gibt eigentlich keine Geheimnisse, es gibt einfach halt alte Rezepte. Und man hat früher in der Zeit hat man ganz viel mit Öllacken gearbeitet, während später erst Spirituslacke kamen. Und dann ist eigentlich die Qualität auch gesunken von den Instrumenten. Und Stradivari hat alles mit Öllack lackiert und auch die Grundierung ist wichtig, was man aufs Holz macht, bevor lackiert wird, eigentlich fast noch wichtiger als der Lack selber. Der gemeinsame Besuch vom Wirtschaftsministerium des Landes und der Handwerkskammer Schwerin, ein Zeichen der Anerkennung. Am 7. September schauten der Wirtschaftssekretär Dr. Stefan Rudolph und der Geschäftsführer der Handwerkskammer Edgar Hummelsheim beim Geigenbauer Bernhard Richard vorbei. Im Rahmen der Handwerkstour durch die Region ging es um vielseitige Unterstützung der Betriebe. Ob Messen oder sonstige Vorhaben, Hauptsache die traditionsreiche Handwerkskunst soll den künftigen Generationen unbedingt erhalten bleiben. Wir haben ja hier gesehen, dieser Geigenbauer ist hochspezialisiert auf alte, historische Instrumente und dafür gibt es einen Markt. Und unsere Aufgabe besteht darin, ihn mit dem Ministerium darin zu unterstützen, zu diesem Markt zu kommen, sich auf diesem Markt auch entsprechend darzustellen und anzubieten. Und wir sind da sehr optimistisch und der Erfolg dieses Geigenbauermeisters zeigt ja auch, Qualität hat nach wie vor ihren Wert und sie wird auch nachgefragt und das wollen wir unterstützen. Thorsten Fichtler aus Krassow wäre die Kunst eines Geigenbauers vielleicht ein Stück zu fein. Seine Lieblingsmusik spielt auf Baustellen. Sanierung von Altbauten, wie zum Beispiel das Historische Museum in Wismar. Metallbauarbeiten im Bundestag und im Plenarsaal des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Damit beschäftigt sich die innovative Unternehmensgruppe Fichtler. Seit 25 Jahren ist ihr Gründer, ein Urmecklenburger und Diplom-Ingenieur, mit Großprojekten beschäftigt. Doch auch der Erfindergeist von Thorsten Fichtler kennt keine Ruhe. Seine jetzige Leidenschaft sind Fahrräder. Ja, mit dem Fahrrad ist ja so, dass wir die Innenstädte damit ja erschließen können wieder. Denn das Fahrrad ist ja eine richtige Alternative zum Auto, keine Frage. Und Sie kommen mit dem Fahrrad ruckzuck von A nach B innerhalb einer Stadt. Und in dem Moment müssen natürlich an der Stelle auch, wo die Leute sozusagen, ich sag mal, mit der Bahn kommen oder wo Ballungsräume sind von Menschen, dort müssen die Fahrräder ja auch sicher untergebracht werden. Denn wer möchte schon gerne mit seinem Elektrobike, aus dem Kaufhaus wieder rauskommen und dann ist es weg. Zur Aufbewahrung von Zweirädern hat Thorsten Fichtler bereits zwei Konzepte entwickelt. Einmal ist das der Fahrradkürbis für Privathaushalte und der Fahrradbaum, 2-3 Nummern größer. Die Produktion soll demnächst gestartet werden. Doch selbst mit dem eigenen Firmenverbund ist Thorsten Fichtler nicht in der Lage, alle Ideen umzusetzen. Eine Unterstützung aus der Politik braucht er für seine Pläne auch. Wir sind so eine Symbiose zwischen Handelsunternehmen und Politik, weil es schon so ist, dass wir die Türen doch leichter geöffnet bekommen in bestimmte Märkte, wenn wir auch auf politischer Ebene miteinander kommunizieren. Der eine Staatssekretär zum anderen Staatssekretär zum Beispiel. Und dadurch wird man noch aufmerksamer auf uns. Und durch diese Türen gehen dann unsere Handwerkerinnen und Handwerker. Und das machen sie brillant. Und heute haben wir ja zwei tolle Beispiele erlebt. Zwei Handwerksbetriebe, die unterschiedlicher nicht sein können. Doch eines haben die beiden gemeinsam. Starke Partner. Gemeinsam mit der Handwerkskammer will das Wirtschaftsministerium auch künftig den Betrieben in der Region unter die Arme greifen. Egal, ob dort Geigen oder Häuser gebaut werden.